ist meine Frau, kannst raus. Oh shit, nee, kannst nicht. Bände wäre praktisch. Hier um der Ecke ist Medizinschrank. Ah. Mein kleines, bescheidenes Lager. Falls du ein Nähset brauchst, ist daneben. Knackzeug, Waffenkit, Schleifsteine haben wir, glaube ich, nicht hier drin. Ja, Schleifstein habe ich da. Gut. Also hoch geht's ja immer, ne? Aber wenn du runterfährst, da bist du manchmal sehr, ich sag mal so, sportlich, ne? Na, schnell halt, ne? Ja. Ja, warum runterrollen? Ja, man kann ja auch Gas geben. Ich glaube, das hab ich jetzt gar nicht aufgenommen, die Scheiße. Kann schon Sinn, dass der Bot dich erwischt hat, weil du hast ja genau am Eingang gestanden. Der Bot hat auf dich geschossen, also. Gut erklärt. Bin reingerannt und wurde sofort vom Bot erschossen. Willkommen auf Skissy Island. Wieso warst denn du eigentlich überhaupt schon so schnell drinne? Wir waren noch nicht bereit. Der Bot hat mir die Gelegenheit dazu gegeben. Aber wir waren noch nicht bereit, alle. Na, wollt er nicht, kennt er nicht. Jetzt dreht er. Hm, na sowas. Na, bestimmt die spawnen schon. Na super. Hat nur noch auf mich gewartet, wa? Ja. Der wollte dich schocken. Also da musstet ihr auch mehr Spieler mal ein bisschen drauf aufpassen, wenn du weißt, du stirbst gleich, bitte von der Wende weggehen. Weil sonst kann deine Sachen da drinnen auch verschwinden. Ruhig hier. Ja, die haben ja jetzt schon ihren Spaß gehabt. Jetzt hab ich das Glöbe gar nicht aufgenommen, wie ich verreckt bin. Das ist schlecht. Na ja, klar. Nee, ich bin noch nicht mal auf dem Mund. Läuft doch super. Wie meine Frau gerade, jetzt bist nur noch du dran. Dein Leiche ist wieder weg. Ja, wahrscheinlich bloß für uns. Naja, das hat sie heute schon mal gehabt, da war sie komplett weg. Da müssen wir hier stehen bleiben, wa? Also du zumindest. Ja. Also die Waffen sind zumindest noch da. Naja, die Pistole nur optisch. Aber wie schnell sie tot war, hä? Ja, na, waren zu viele hier. Wenn du noch Knochennadeln brauchst, dann nur zu hier. Boah, 10% von dem Schalli sind da gleich runter, wegen dem kurzen Feuergefecht, ey. Ja. Bei mir bloß 4%. Wahrscheinlich, weil du so ein Oberpro bist. Ja, weil ich meine Schüsse sitzen, ich brauch nicht so viel. Mein Schiss sitzt auch. Durches Bämpel im Klo. Nee, alles gut. Und wieder eine Horde. Kleiner Tipp, geh in so einen kleinen Zwischenraum, wo zwei Türen hinter dir und vor dir ist. Das ist gut, Quatsch. Der war's. Ach, da kommen sie heißen.
Natürlich. Schön. Große Tür. Ja, auch bei der Menge. Weiß ich nicht, wie weit du mit dem Schwert kommst. Ja, damit wir die Horde nicht auslösen. Bisschen leiser. Ja, hier war schön. Was war denn das jetzt? Das Geräusch gerade von dir. Das nennt man einen Husten. Achso, hat meine Frau gerade voll völlig erschrocken. Gut. Das bedeutet, so. Sie ist noch vorsichtig. Ja. Ah, man hört. Der Bot auch. Da liegt ein Haufen Pfeile rum, hä? Die Lootfee begünstigt heute Nadine. Mhm. Ich habe immer noch 49. Was ist denn hier los? Der Heilung, ja. Dietriche. Ist jetzt drin? Die ist drin. Hier. Wo wir sind. Hier hinten. Aber wie gesagt, wir sehen sie nicht. Du siehst so nicht, wahr? Naja, klar. Achso, dein Katana kannst du haben. Nee, mein Katana gibt's nicht. So, mit dem Bogen. Willst du eine Pistole haben? Mein Gott. Oh. Wo ist denn der hin? Keine Ahnung. Ich bin dezent in Panik gerade. Ist der unten oder oben? Schwierig zu sagen. Ich glaube unten. Also bei mir tickt es ganz schön laut. Bei mir ist die Puppi in der Decke. Glitch. Schatz, ich hab hier noch einen Rucksack. Bei meiner Frau ist er. Ich hab ihn geheadshottet. Na, habt ihr heute die ganze Action für euch? Ja, nicht mehr lange. Nee, ich hab jetzt auch Besuch. Hier tickt's immer noch. Ich bin aus dem Winter, das Sprengel. Der Sprenger ist unter Bündchen her. Nein, nein, der tickt, der tickt, der tickt. Oh, ich könnte mal losen, ich könnte mal rennen. Komm mal. Ich versteck mich. Wo seid ihr? Versuche mich mal zu verbinden, das ist ja heftig hier. Meine Fresse. Jetzt bin ich dran. Ich bin leer. Meine Frau ist down. Oh, Scheiße. Und noch lebe ich. Ich renne hier mal mit ein paar. Ja, ich renne mit die Puppis ein paar Runden. Sei scheiß. Geht doch. Ich bin bloß noch bei 38%. Ich muss mich erstmal ausruhen hier. Ja, ja, ruh dich mal aus. Alter, das ist ja. Schatz, ich kann jetzt auch nicht. Ich muss mich jetzt auch erstmal prüfen hier. Aber ich habe bloß C1en. Also passt. Mann, ich hab wohl mehr Glück als Verstand. So, ja. Böhnchen, ich komm zu dir und beleb dir Deckung. Deckung? Ich brauch keine Deckung. Alles klar. Oh Gott. Was brauchst du nicht? Kriegst du. Nicht. Ich kriegen bei Zeit ein Munitionsproblem. Ja, und was hab ich dir gesagt? Nimm Munition mit, oder?
Hab ich doch. Hab ich ihn zweimal drauf gemunkelt. Ich wusste ganz genau, welcher Scheiß abgeht hier. Ich habe jetzt noch zwei volle Magazine. Die Horde habe ich nicht geholt. Du triggerst aber auch in alle. Nee, das war ich nicht, nein. Ich habe jetzt gar nichts gemacht, ich war jetzt ganz still. Hör ich. Hauptsache es tickt nicht. Geh doch in so einen kleinen Raum, so einen Vorratsraum. Bin doch in einen kleinen Raum. Okay. Aber wenn sie die Tür nicht erstmal aufmachen. Oh ja, Klo, vielleicht ist da was zum Verbinden. Hallo? Sei vorsichtig, hier sind noch so ein Haufen. Oh, Airdrop in A1. Lass uns hingehen. Ja, die Bubis kann man wenigstens wegfahren, umfahren. Oh. Geh weg hier, das ist das Darmklo für Böhnchen und Darm. Seife. Vorhin schon gedacht, dass ich kurz sterbe. Hi. Selber Fisch. Du hast doch schon mal Angst gehabt, dass es langweilig auf Skizzy Island wird. Das habe ich nie gesagt. Doch, hast du voll gesagt. Ich hab's auf Band. Das. Nee, da habe ich noch nicht aufgenommen. Das wird gehabt. Du erzählst wieder Blödsinn rum. Du willst mir doch irgendwas erzählen, du weißt ganz genau, wegen meinem Alzheimer oder das schon sage, ja, kann sein, aber. Dabei bin ich eigentlich derjenige mit Alzheimer. Ja, aber so eine Scheiße merkst du dir, die Scheiße von anderen, das merkst du dir wieder. Ja, ich hab Medizinzeug. Ja, ich hab wieder nichts. Na, ist nicht mein Helper offen? Ist das die ähnliche Medizin-Ecke hier oder was? Du kannst ja mal hochgehen. Mach ich vielleicht auch. Auch die Münzen möchte ich die kriegen. Setz voraus, dass du so lange überlebst. Das gibt ja die dreckige Lache immer. Ich verstehe gar nicht, was es da zu feixen gibt. Ah, ich habe meinen Tod heute schon durch. Meine Frau Svea. Sie ist für mich mitgestorben. Sie führt den Highscore derzeit an. Oder ist es Lowscore? Naja, je nachdem, ne? Also du auf die zwecks Schnelligkeit, ne? Führst du. Oh ja, eine HSF 19 mit 100%. Ich werde meine 99. Naja, nehmen sie mal mit. Anja, braucht Nadine nicht noch eine Handfeuerwaffe? Naja, jetzt brauchst du erstmal wieder Klamotten. Würde ich sagen. Eine taktische Hose hab ich gefunden. Die kann ich ja geben. Die schmeiß einfach raus, die kann sich hier. Nein, die hab ich mitgetragen. Also, so. Also nicht getragen. Ja, ist okay. Ich trage sie im Rucksack. Du hast reingepupst, wir wissen's. Ja, das sowieso. Hier ist noch eine. Ganz arg. Oh nee, hier will ich nicht hin. Ich habe einen Ausgang gefunden, falls jemand will. Jetzt schreien sie wieder. Das war meine Schuld, war? Nee. Ich glaub, manchmal werden die auch angelockt durch die Kampfgeräusche mit der Axt und so. Ah, hier oben liegt eine Leiche. Das ist Nadine. Jetzt drin im Bunker. Ja, Nadine liegt hier oben. Also ich glaube mit der Axt, das wird hier nicht. Boah, muss mich da oben erschrecken. Läuft schon rum wie ein Zombie oder was? Naja. Oh, Medizinbereich. Tür zu. Aber wir sind da unten ja nicht fertig, oder? Ja, vor lauter Panik weiß ich gar nicht. Also, Schatzi, dein Bogen und dein Dings liegt hier. Wie immer. kann ja nicht Sinn, wenn dein Leiche aber da. Ah, doch. Die Leiche. Oben liegt ja eine Leiche. Ja. Erster Stock. Wo bist denn du jetzt, Schatz? So war man jetzt noch nicht. Sind hier natürlich überall die Türen offen. Oh, gibt. Och nee. Ja, aber diesmal in meine Richtung. In meine Richtung? Oh nee. Da können sie auch bleiben in deiner jetzt Richtung. Jetzt sind zwei, ja. Jetzt sind zwei, die piepen. Oh je, ich höre schon wieder die Horde. Ich bin oben in der medizinischen.
Ja, dann bleib da. Ich habe 2 Sprenger hier irgendwo. Ich weiß nicht wo. Die rennt halt so schnell um die Ecke rum, dass so schnell kannst du gar nicht gucken. Am besten immer schön die Tür hinter sich zumachen. Ja. Ich weiß aber nicht, ob der unten ist oder oben. Also hier oben ist keiner derzeit. Jedenfalls nicht dort, wo ich bin. Du bist ja auch oben. Ich glaube, der steckt hier in der Wand drin, neben Amori. Na super. Oder der ist im Amori. Da wird nur unten sein, oder? Keine Ahnung. Gut, im Amori ist er schon mal nicht. Das ist schon mein Mikro. Ich sehe im Treppenhaus. Ich krieg ihn. Hab ich gehört. Ich hab ein Stückchen Gehirn abgekriegt. Meine Frau hat noch einen. Nee, der ist hier bei uns irgendwo. Ich bin trocken. Sie wackelt. Wieso hat er das nicht auf die 3 gelegt? Du Knödel. Hä? Machst du ja schon? Also ich bin ein Amori. Das ist schön. Wenigstens du hast was gefunden, wa? Aber ich hab, glaube ich, nicht viel Platz. Je nachdem, was drin steckt. So, dann machen wir mal unsere Friedfischer und versuchen wir unser Glück. So, na mal gucken. Zum Pullover rennen. Die kriegen wir so rein und die kriegen wir nicht mehr rein. Ja, hau ruhig ab. Fuck you. So, das haben wir, das haben wir. Sind wir da 1000 Bubis? Armory. Ja. Das Problem ist, ich hab... Doch. Das wird doch nur... Den Scheiß lässt er übrig. Wer denn? Du! Na, ich hab hier keinen Platz mehr. Ich weiß ja auch nicht, hier, die müssten mal einer zu mir kommen, der Platz hat. Du rennst hier ja in Frettchengeschwindigkeit durch die Bude. Ich weiß ja gar nicht, wo du bist. Da, wo mein Name steht. Ja, super. Also, du bist an deinem Briefkasten, oder was? Der Kompostbogen habe ich gefunden. Ja, super. Wegen dem Scheiß bin ich jetzt hergekommen. Nein, hier ist noch einer. Schön. Du bist da, jetzt bin ich hier in Kompostbogen. Oh, hier, Schatz, ein großer Rucksack. Tarn, geh doch mal weg. Ich komme ja nicht an den Schrank ran, Mensch. Mein Gott. Oh, hier, eine M249. Ja, hallo? Hallo? Warum zittert denn dein Bein so? Sind die Tremor? Demo habe ich. Demo. RCW. So, jetzt ist aber Schluss hier. Jetzt bin ich full. Brauchst du jetzt noch Magazine? Wie sieht's denn bei dir da aus? Meine letzten Mumpeln. Also ich habe jetzt ein paar Päckchen 45er rausgeholt, 9mm, eine Gasmaske und ja, viel mehr war es auch nicht. Ja, ich habe jetzt auch, ja... Mhm, okay. Eine taktische Hose hab ich noch 2. Braucht keine Sau, hä? Nö, brauchst du jetzt was, um eine Weste oder so zu reparieren? Ich habe eine Werkzeugkiste. Eine Schalldämpfer. Schalldämpfer. Ja, 44% hat meiner noch. Hier, dann mach gleich leer. Ich will noch ein bisschen Platz. Aber wir haben noch den Medizinschrank vielleicht noch für die Spritze oder so. Ja gut, da habe ich noch Platz. Da ein bisschen Platz habe ich jetzt dann noch. Also ich habe versagt. Kriegst du das Magazin da auch noch weg?
Aua. Schniebel eingeklemmt. Ui. Ja, siehst du? Oh, ich bin trocken. So, was ganz Neues. Mach mal die Buden zu. Ganzen Puppies. Ja, hier liegt ja auch noch ein Fleisch, da können wir, also wenn wir einen Knochennagel brauchen. Oh nee. Oh nee. Ich glaube, die sind oben. Glauben. Aber ich wollte gerade loshacken hier. Warte, mach ich. Da ist irgendwas einer. Hinter dir? Warte, ich hab. Oh nee, oh nee, oh nee. Brauchst Hilfe? Ja, noch geht's. Immer oben alle Türen schließen. Geht zwar nicht viel, aber. Was? Ah, hier ist ein Sprenger. Oh nee. Horde. Geht in den Zwischenraum. Irgendwo in den Zwischenraum. Ach du Scheiße. Hier ist kein Zwischenraum. Nee. Ach du Scheiße, ich bin unter der Treppe, ich hab Harry Potter Syndrom! Ja, was denn das jetzt hier? Ich kann ja nicht durch die Treppe durchschießen. Bin leer. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Nicht schießen, ich komme in die Ecke. Ach, die Puppi auch. Golf, mein Häschen. War jemand schon an der Killbox-Ecke? Nee. Okay. Ich wieso legst du das immer auf den zweiten Mongo? Ich weiß ja auch nicht, warum ich jetzt Türen zu ihm gemacht hab. Damit sie die wieder aufmachen können. Übung ja. Auf den Meister. Die müssen vielleicht auskillen. So, wer braucht jetzt wo Hilfe? Wie sich alle melden. Ja. Und dann ist es Geningel wieder groß. Hey, wie geht's denn? Der braucht da alle bitte mich, ne? Hier ist noch ein großer Rucksack. Ah, das ist ja jetzt okay, so. Jetzt haben wir ja alle große Rucksäcke. Durch kann man gehen. Ja, jetzt Vorsicht, komm her. Das nächste Mal muss ich mir einen Schraubendreher mitnehmen für den scheiß Medizinschrank. Na, hier müsste doch. Wer hat denn die Türen aufgemacht? Ja, die Zombies machen die Türen auf, da können wir doch nicht dafür. Ich versuch's immer zuzumachen. Oben waren wir doch schon. Ich bin jetzt bei der Killbox, hier waren wir ja noch nicht. Da weiß ich nicht. Hast du jetzt schon irgendwelche grünen Schränke geknackt? Grünchen? Nee. Ich habe 9 Versuche gehabt, aber nee, ist alles schief gegangen. Oben war irgendwo einer. Oben. Unten muss aber auch irgendwo einer sein. Ja. Das ist aber auch so kompliziert. Irgendwas zu finden, wenn die Zombies hier die Türen überall offen lassen. Können sie sich die nicht hinter sich wieder zumachen? Nochmal Toiletten nehmen. Ah, hier unten habe ich jetzt gefunden. Unten? Unten war einer. Ach, da hab ich das wohl verwechselt. Da lässt er mich oben erstmal suchen, ja, warum auch nicht. Ja, ich, das hätte das, ich auch gemacht. Das sieht ja alles gleich aus. Oben, unten. Ja, ich gucke hier oben, wo ich jetzt bin, ist auch einer. Na, siehst du. Ja, jetzt kann ich aber nicht damit anfangen, weil ich keinen Schraubendreher habe. Ja, siehst du. Siehst du. Er holt dann aus dem Schrank wieder 10 Spritzen raus und ich. Fetzen, Stofffetzen. So sieht das aus. Und zwar immer. Ich habe ja auch nichts gemacht. Ja. Ich weiß auch nicht, was du hast immer. Mach lieber einen Admin-Helper zu. Zieh Leistung. Ich mache jetzt erstmal Friedfische. So. Mal sehen, wie viel ich brauche. Hast du noch einen Schraubendreher? Ich habe noch. Warte. Tatsächlich, ja. 2 noch. Musst du zu mir kommen.
Nee, da weißt du wieder nicht, wo der Schrank ist. Da renne ich wie ein Dulli durch. Offen. Ja, siehst du? Ich habe jetzt 10 Versuche nicht hingeschissen gekriegt. Also pass auf, ich habe jetzt hier drin 10 Spritzen. Nein, Gott. Also einmal Notverbandszeug, 5 von 5. 10 Isopropylalkohol und eine Spritze. So, was wolltest du? Ja, einen Schraubendreher. Ich will mein Glück auch mal versuchen. Ja. Also, nur bis meine Friedfische alle sind. Das sind viele. Kein Problem. Ne, da kannst du meine auch noch versuchen. Ne, jetzt bist du doch schon oben. Aber wie dieser Name so rumglitscht, dass man das nicht abschalten kann, hä? Da arbeiten sie dran. Die wollen das wohl wahrscheinlich wegnehmen. Das ist schön. Da kommen dann Verbände. Kriegst dann so einen Armverband. Oder eine Armbinde, sagen wir mal so. Also jede Gruppe hat dann sein Team. Richtig. Verband, das richtig. Ist geil. Ja. Das finde ich auch gut. Und dafür sollen die Namen über die Köpfe verschwinden. Das finde ich, das ist geil. Das ist geil. Das ist eine gute Idee, finde ich. Ja, na dann. Meine Frau findet es nicht gut, weil die Chance dann höher ist, deine eigenen Teammates abzuschießen. Geht's dir dazu feigst? Ich hab ihn offen. Schade. Ja, toll. Nicht mal die Spritze, Verbandszeug und Schmerzmittel. Leck mir doch die Krüste wuschlich. Oh, so, kann ich meinen Schraubendreher wieder einpacken? Ja, pack einen Scheiß hier. War klar, dass keine Spritze drin, das war vollkommen klar. Hier liegen noch verbessert. Also, okay. Na, schlag den doch nicht da durch. Ich glaube, wir hauen ab, oder? Würde ich auch bald behaupten, weil der ist hier gerade durch die Wand geglitscht. Ja, nicht, dass unser ganzes Gelände dann weg ist, ne? Verrecken und so. Ja. Oh, ja. Dann hoffen wir mal, dass der zu blöd ist, die Tür zu öffnen. Ist er bestimmt nicht, oder? Er ist unter der Ecke, ja. Scheiße. Nee, der ist im Klo. Okay. Ja, hier vorne ist noch Puppi. Ich mach mal hier lieber zu. Ja, der ist oben. Ja, der ist oben im Klo. Hoffen wir, ja, dann so raus. Ja, nicht so schnell, sonst hört der, sonst hört er uns noch. Wo geht's denn hier raus? Genau. Ja. Wenn du so laut bist, da lockst du nur wieder böse Puppies an. Quatsch. So, jetzt ist die Frage, welche Tür von den vielen führt nach draußen? Ich glaube die hier, weil die hier auf der Südseite, da ist die Killbox. Die hab ich vorhin aufgemacht. Nee, es war eine kleine Tür. Sicher? Das ist eine kleine Tür, ja. Eine in der Mitte ist es, glaube ich. Scheiße, haben sie sich gemerkt, wie man. Hier ist es denn. Hier kommt mit. Hä, das sind sich immer die Großen gewesen? Ja, nee, hier nicht. Hast du vorher die ganze Nacht geübt, hä? Hier, da ist er doch. Ah. Aber warte, jetzt kannst du doch hier die. EMP? Ja. Ja, die kannst du machen jetzt. Dann würden wir vielleicht doch rauskommen. Lass mal gucken, wo ich würde aber ist. Warten, bis er mit dem Rücken zu uns ist. Ja, ja. Wir müssen nach links, ja, Schatz. Wo ist denn der? Ah, dort. Er kommt. Wenn er nach vorne geht, würde ich sagen. So, Schatz, mach dich bereit. Wie die Puppi an ihr rankam, als ob da ein Bomberman geworfen hast. Schon Angst gehabt, da? Ja, ja. So. Lief doch gut. Ja. Du so, bist ja auch nicht gestorben. Nee, das stimmt. Jetzt noch ein Flugzeug holen wir.
Ja, los geht's. Nee. Gut. Oh, Könner, Baufertigkeit. Hast du noch eine Pistole, die du reparieren kannst? Wenn ja, mach das gleich. Oder nee, warte, ich mach's. Scheiße. Jetzt ah ja, weg. Jetzt. Perfekt. Ja, schlimm, ja. Und das ja, steht, das in, steht ins, in, ja. In unsere Richtung hier. Richtig, das ist sehr gut. Dann kann ich hier von außen den Bot ablenken und einer von euch beten holt das Flugzeug. Ja, ich nicht. Ich habe erst meinen Scheiß hinter mir. Na, Dingdorf. Wenn es schief geht, dann jetzt schief. Dann ist es auch nicht so schlimm. Dann kann doch Nadine vielleicht noch, na gut, sie hat ja sowieso bloß die Axt, aber wir haben da keine wieder Puppies. Ja, na, ich gehe mit drin, du bleibst draußen, dann gehe ich mit drin und clear die Puppies, würde ich jetzt sagen. Du müsstest aber dann nachher den Bot von hier ablenken, hier aus irgendeinem Busch von hier. Ja, jetzt waren gleich wieder Puppies aus dem Nichts. Ja, und ein Sprenger. Ja, warte, da kümmere ich mich drum, wenn ich den Sprenger sehe. Ich sehe den nee, gar nicht. Kann sein, dass da in dem Gebäude drin ist. Achtung, Bot. Nee, das. Hier hinter sind auch zwei Sprenger sind hier hinten bei uns. Ja. Die sind zwischen den Hallen. Ja, dann ballert sie weg. Na, geht jetzt nicht, der Bot. Ah, jetzt. Ja, der Bot ist schön getriggert. Achtung, Puppies kommen. Halt du ab, hast halt nicht. Ab. Ja, meine Frau hat ohne Charlie geschossen. Danke. Das geht jetzt nur noch gut los. Das geht. Ja, sehr gut los. Oh, shit. Danke, Bot. Komm mal zu dir. Ja, ich krieg grad mit, du hast heute noch nicht einen Schuss von mir gefangen. Ja, ich war aber schon ein paar Mal nah dran. Das stimmt, ja. Aber es war ja dann deine Schuld gewesen, nicht meine. Also kommt es dann in Richtung Parkplatz. Ja. Mhm, wo willst du hin? Ja, mal versuchen, irgendwie die Halle ein bisschen zu clearen, damit dann der Pilot mehr Ruhe hat. Clearen, als ob ich hier irgendwie von irgendwas geplant hätte. Ja, echt wahr. Vor allem, wir wissen ganz genau, wo das endet. Das bohren ein Sprengpüppchen und du rennst voll rein. Das ist der Plan. Wie oft bist du gestorben? Einmal, wa? Ja. Machst du dir Strichlisten, oder? Na, ich frage jetzt gerade, weil bis zu dreimal hast du, kannst du noch zweimal. Ja, ist das jetzt gewesen? Ja, denn. Ach, meine Frau. Oh, Ziegelstein, braucht den jemand? Na, hat mich den getroffen. Den kann ich nicht. Das Arschloch hat mich getroffen. Reagiert aber auch nicht. Meine schönen Verbände. Nein. Ah, siehst du, ich hatte aber keinen Helm, ey. Fuck. Reagiert nicht mehr, wenn ich drauf schieße. Was ist denn das für ein Scheiß? Der ist von zu vielen getriggert, den müssen wir erstmal wieder beruhigen lassen. Ich bin jetzt Bauchschutzböhnchen. Immerhin, noch bin ich nicht tot. Ich hätte ja eine Spritze rausholen können, aber nee, ich bin ja so doof. Die Spritzen holt ja immer Skizzi raus. Ja. Und für Jacke Brooks ist nicht übrig. Ich habe aber zwei noch im Inventar drin, also. Wenn du haben möchtest. Dann scheiße. Du musst den nur holen kommen. Ja, nee. Jetzt bin ich hier. Ich fühle mich gerade sehr wohl. Du musst hier warten. Du musst trotzdem warten. Ich kann noch nicht ablenken. Der ist noch getriggert von euch. Oh, jetzt hat er mich fast erwischt wieder, ey. Er hat mich. Jetzt hat er mich. Ja. Nadine, wenn du willst, dann kannst du jetzt los. Jetzt, ja. Ja. Baller drauf. Yippie!
Alles klar. Dann steig aus und raus. Leicht lenken. Ihr müsst dann das Flugzeug zerstören, weil sonst spawnt kein neues. Wir haben eine Mine. Schatz, Renner, ich kann den Bot nicht mehr ablenken. Und jetzt noch mal angebrochen. Und rein, bitte. Boah. Ich sehe den Bot hier drauf und dann und weiter. Wir haben den ganzen Spaß. Jetzt hab ich gegen die Fische schön. Alter. Was willst du mit Friedfische? Weil er im Schwamm ist. Soll ich zu dir reinkommen? Ja, das ist nicht. Okay. Meine Frau ist tot. Oh, Nummer 4 heute. Flugzeug ist auch tot. Na ja, gut, dann das ist gut. Ah, nee, noch nicht. Hm? 24%, naja. Ich hab noch ein bisschen was zu verbinden. Aber wo ist sie denn? Tot schon? Ja, die ist tot. Ich versuche jetzt in eine Halle reinzurennen. Der könnte mich gleich sehen, der Bot. Ja. Bin drin. Ja, ich sehe dich. Der Schläger hat mich getroffen, aber nichts passiert. So, Flugzeug ist hinüber. Nee, gleich. Irgendwas stimmt mit dem nicht. Die haben viel zu viel Muni. Oh, ich muss kacken machen. Das hättest du nicht sagen dürfen. Warum nicht? Ach so. Ja. Dein Alzheimer kickt wieder, oder? Ja. Aber hey, so schnell bist du da hoffentlich nicht. Der kommt schon eingeschlichen. Scheiß schneller, Junge. Lass laufen, Mann. Oh, hier brauchst du ein M16 Magazin. Ah, ne, ist ein AK-47 Magazin. Oh, na Gott sei Dank, ich bin fertig. Ich bin fertig. Scheiße. Schönes Magazin. Ja, war? 100%, ne? Ja, und noch warm. Oh, ne. Ja, mach zu, die Stinkbude. Ja, toll. Das war jetzt nicht so der Hit. Ist jetzt habe ich ihn mein kann jetzt cool so was? Ah. Jetzt hab ich schon keinen Bock mehr. kann jetzt auch zeitgleich in der anderen Halle 1 stehen oder kann Spawn plus 1? Es könnte jetzt ein neues in der anderen Halle gespawnt sein. Es könnte. Ja, könnte, schön. Die Frage ist, ob wir hier rauskommen. Natürlich nicht. Cool. Da ist Nadine. Oh, ja, da Gott. Wir sind im Kreuzfeuer. Wem hat das denn abgesehen? Ja, wahrscheinlich nicht. Das Blöde ist, dass in der weißen Halle da drüben, wo gerne mal Sprenger spawnen, wa? Ja. Da sind welche drin gehabt. Da kann sie sich nicht mehr so gut verstecken. Ich hab doch bloß die Tür offen gemacht. Nee, ist meine Frau, kannst raus. Shit, nee, kannst nicht. Ja. Läuft wieder super. Oh shit! Achso, meine Frau, okay. Nee, da bin ich nicht hin.
Finch nicht wieder so sein eigenes Ding gemacht, wa? Ja, Joggen geht gerade so. Denk dran, was der Arzt gesagt hat, ne? Was hat er denn gesagt? Das Bein nicht belasten. Richtig. Ja. Was selbst denn du so? So, dann haben wir es ja wenigstens zum Auto geschafft. Ist doch auch okay. Ja, noch. Braucht jemand hier ein Munitionspäckchen für die VHS-2, MK-18, MK-16? Nö. Warum nehme ich den Scheiß mit einem mit? Das weißt nur du. Was machst du jetzt? Mich nähen. Du nähst dich? Ja, nähst du deine Klamotten an dir fest, oder was? Ja, damit ich so nicht verliere, falls ich sterbe. Das ist eigentlich ein guter Gedanke, wa? Ja, man muss auch mal weiterdenken, ne? Mal ab und zu ein paar Ecken decken. Denken, mein Gott, decken. Ein paar Ecken decken. Ab in die Ecke, Christian. Deck die Ecke. Nimm mal bitte, danke. Ich hab's dir doch extra rausgelegt, ne? Also, nein, hier, du darfst gerne Dummheiten damit anstellen, auch nicht in der Nähe von uns hier. Na gut. Die hätte ich vorhin eigentlich auslegen können bei der Rundhalle, aber da waren irgendwie bloß 3 Puppis drin. Lohnt sich ja gar nicht. Nee, aber nebenan waren halt Sprenger. Das hätte sich vielleicht gelohnt. Ja. Ja, es ist halt blöd, weißt du? Also ich habe ja auch schon mit dem Gedanken gespielt. Bloß dann rennst du in Panik in die verkehrte Richtung, weil auf der einen Seite legst du die Mine aus, auf der anderen Seite fängt es an zu kloppen und da steht der Sprenger und du kannst nicht in die andere Richtung gehen, weil da die Mine liegt. Das stimmt, ja. Ich glaube, drüber springen löst die auch aus. Oder hat man ausgelöst. Ich weiß nicht, wie das jetzt ist. Das müsste man mal testen. Kann ich auch nicht sagen. Ja, kannst du ja mal machen. Ich? Na, du hast doch die glorreichen Ideen. Warum sollen andere drunter leiden? Das reicht doch, wenn ich die Ideen habe. Zum Umsetzen gibt's doch Dullis. Na, aber wie soll ich es jetzt sagen? Wenn ich hier ein Flugzeug konstruiere, da fliege ich doch nicht selber damit. Da lasse ich das andere Idioten erst mal testen. Ach so, wobei, mir kommt da gerade so ein kleiner Gedanke. Und zwar, ich habe ja eh vor, einen neuen Charakter zu machen. Ah ja. Aus dem Grund, weil ja bei mir diese Werte hier nicht mehr hinhauen. Die kann ich halt nicht mehr skillen, gerade die Konstitution nicht. Die geht immer mehr runter, wobei ich eigentlich auch renne viel und ja, viel mit mir trage. Da habe ich vor, mir einen neuen Char zu machen. Und ihr, liebe Leute, dürft euch mal aussuchen, wie ich meinen Charakter erstelle. Ob männlich, ob weiblich, ob dick, ob dünn, ob haarig, ob nicht haarig. Ja, das eine dürft ihr gerne entscheiden. Eine dicke, haarige Frau hätte ich gerne. Mit haarigen Tüten. Das stimmt. Also, liebe Leute, lasst es mich wissen, was ihr haben wollt. Abgesehen von Sack für Geld, den haben wir auch nicht. Den brauchen wir selber. Den brauchen wir selber. Ich spare jetzt für einen neuen Prozessor. Ja. Yeah. Und da sind wir ja schon bei 170 Euro. Mhm. Was, wir hatten großen Rüssel. Den soll ich machen, denn bevor ich drauf gehe. Ach so. Ja, die Schniebewerber haben alle eine Einsgröße. Ja, ja. Na, da kommt hier die Rüssel-Lisa. Ja, ja. So, jetzt geht's nach Hause, wa? Ja, ja. Das machen wir denn, wenn die Zuschauer sich einig sind, was ich für einen Char mache, dann testen wir die Mine. Genau. Ist dann das Böhnchen bestimmt dann auch auf Skizzy Island, wa? Nein, das will ich dann nicht verpassen. Die Mine bleibt so lange in meinem Inventar. Ja. Du kannst jetzt zusammen mit Gronkh Let's Plays machen. Ja. So, guck mal, wir sind zu Hause und du hast es überlebt? Nee, hab ich nicht, ich bin gestorben. Aber nicht durch meine Autofahrt. Das braucht's ja nun nicht mehr. Ich bin ja nun auch schon gestorben. Das stimmt, ja. Wo ist Nadine hin? Im Auto sitzt sie noch. Ach so. Die ist noch unterwegs. nee. Ich muss mich erst mal entwolfen. Ja, entwolf dich mal. Ich merke schon, ich bin ja auch so ein bisschen Dulli, deswegen hast du wahrscheinlich die Flagge auch an meinem Bett aufgestellt, damit ich dann nur weiß, wo mein Neste ist, wa?
Nee, dein Bett war eigentlich gar nicht geplant, aber ist okay. Wieso war das nicht geplant? Na, es war einfach nicht geplant. Und wir dachten erst, du baust das selber. Aber, naja. Wollte ich doch. Hab ich doch. Hier schwebt ein Magazin. Ich hab Federn beigesteuert. Ach so, was bringt das M82-Magazin? Geld? Also, ist ja klar, aber wie viel? Keine Ahnung. Cool. Nicht viel, glaube ich. Na gut, dann ich pack den ganzen Stuss jetzt hier rein. Der Pimp schmeißt jetzt mit Bargeld rum. Na, ich habe kein Bargeld. Ach so, doch, ich habe ein bisschen was. Habe ich denn? 6.256 habe ich im Bar. Ich habe nur 155. Und die Mine. Du bist ja eine arme Suppe. Ja. Hier hast du. Nicht auf mein Bett. Das wie steht jetzt mit deinem Geld? Mitnehmen. Nee, ich brauche dein Geld nicht. Ich brauche dein Geld nicht. Gib das Nadine. Willst du eine Spritze haben? Oh. damit hast du jetzt nicht gerechnet. Ja, ich dachte, ich wollte dich eigentlich liegen. Gerade so, ich schaffte. Ja, scheiße, dass man die Namen sieht hier. Hä? Scheiße, wo bin ich denn jetzt? Wieso ist denn das überhaupt noch nicht aufgerüstet hier, dieses Zweiggedöns? Na, weil wir noch nicht so weit waren. Ach so. Oh, scheiße. Ich wollte eigentlich da runter, aber irgendwie. Ja, ab jetzt. Ja, ist ja gut. Nicht, dass noch einer weint. Ja, echt, wa? Fuck hier. Ja, im Vorbeiluf, ne? Wolltest du mir die Clothesline geben? Da will man sich mal gesund ernähren hier und da geht's nicht. Warum nicht? Ich lasse jetzt fett werden. Thunfischsalat, Tomaten, aber. Vor allem, das Geile ist, ich hab dir ins Bein getreten und deine Kniekehle so in dir sackt. Ja, was sollten die sonst machen? Hey, na, du hast dich doch immer beschwert, hier gäbe es keine Physik. Here we go. So, liebe Leute, ja. machst du einen Abschluss, ja? Ja. Gut. Also, das war heute wieder ein sehr interessantes Event, Privat-Event. Danke an Nadine, danke an Skizzy für diesen kurzweiligen Tag auf Skizzy Island. Und ich sag mal danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Dem schließe ich mich an und vielen Dank fürs Zugucken. Ciao.